Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Sportreport. Was haben wir Ihnen heute zu bieten? Fußball, BFC Preußen gegen Hertha BSC in Berlin. Vom Eishockey gibt es heute keine Bilder, weil wir vom Westdeutschen Rundfunk aus Essen keine erhalten haben. Aber wir freuen uns natürlich alle über den 4:0-Erfolg des BSC Preußen gegen die Mannschaft von Essen. Damit setzen die Berliner ihre Siegesserie fort. Aber Preußen auch in dieser Sendung, allerdings, wie vorhin schon angekündigt, die Fußball-Preußen, die BFC-Preußen. Und die spielten gegen den Tabellenführer, gegen Hertha BSC. Und zu diesem Spiel haben wir einen Studiogast zu uns gebeten, nämlich Jürgen Sundermann, den Trainer von Hertha BSC. Und der kann eigentlich mit der gestrigen Torausbeute sehr zufrieden sein. Schauen Sie mal, was Andreas Witte an Bildern mitgebracht hat aus der Malteserstraße. Es war ein Wetter, bei dem sogar der Schneemann einen Schirm brauchte. Ein garstiger Morgen, vor allem für Gastgeber Preußen, über den eine wahre Fußballlawine hereinbrach. Sparen wir uns die Hertha-Chancen, denn es bleibt eh kaum Zeit für alle Hertha-Tore. Flanke von rechts, eingewonnenes Kopfballduell und ein Tor von Rombach. Bums, das hat er gesagt. Wenig später eine Szene, die typisch war für das gesamte Hertha-Spiel an diesem Tag. Eine früh und konzentriert attackierende Abwehr, die nie Probleme hatte, dann schnelles Umschalten und Vorwärtsdrang der gesamten Mannschaft, bewegliche und deshalb freie Anspielstationen im Mittelfeld, raumschaffende Pässe auf die Flügel, rechtzeitig aufgerückte Verteidiger, direkte Flanken und sehenswerte Tore. Hier erneut durch Rombach, der aus Kassel nach Berlin kam. Rums, das war der zweite Streich und der dritte folgt sogleich. Was so gut klappte, sollte auch weiterhin gelingen. Der Tabellenführer strickte stets die gleiche Masche, nur die Flankengeber und die Torschützen wechselten ab und an. Diesmal kam die Vorlage von Fistler und Ex-Kasselaner Freudenstein per Hechtsprung gerade rechtzeitig. Sie sehen immer noch Ausschnitte der ersten Halbzeit und jetzt, dass die kopflastigen Herren auch ihr eigentliches Handwerkszeug nicht vergaßen, den Fuß nämlich. Teubers Tick zu Dietrich. Und der mit Pressschlagglück zum 4:0 nach 37 Minuten. Da strahlte Hertha-Präsident Roloff übers ganze Gesicht, war Trainer Jürgen Sundermann restlos zufrieden und Preußen-Coach Max König reichlich ratlos. Denn seine Langwitzer Schützlinge, athletisch und technisch klar unterlegen und dazu noch völlig konsterniert, fanden weiterhin kein Mittel gegen das bewährte Hertha-Rezept, das da lautete, schnell, schnörkellos und schön. Wirklich ein herrliches Tor, das 5:0 des akrobatischen Stefan Teuber nach Fistlerflanke. Besonders hervorzuheben bleibt, dass die Spielfreude der Gäste trotz der widrigen Verhältnisse nicht verebbte und ihr Torhunger noch lange nicht gestillt war. Zum Beispiel der von Axol, dessen Distanzschuss wir Ihnen noch einmal aus anderer Perspektive zeigen. Wunderbar! 500 beschirmte Fans an der Malteser Straße vergaßen die feuchte Kälte auch nach dem Seitenwechsel. Zack, da war der Schneeball wieder, doch wo blieb das Tor zuvor, fragen Sie zu Recht. Ich gestehe es frank und frei, wir haben es nicht im Bild, aber Sie kommen noch auf Ihre Kosten. Das 8:0 bereitete Freudenstein ausnahmsweise von links vor, ansonsten blieb alles beim Alten. Dietrich dokumentierte Herthas Lufthoheit und der von seinen Vorderleuten allein gelassene Köppe im BFC-Tor war auch nicht ohne Fehler. Symptomatisch auch der 9. und letzte Treffer der Partie, der die Schwächen der desorientierten Langwitzer Deckung aufdeckte und gleichzeitig Beweis für die Entschlossenheit des Tabellenführers war, für den Teuber zum zweiten Mal ins Netz traf. Dass das heiß verlangte 10. Tor nicht mehr fiel, lag unter anderem an Schiedsrichter Schulz, der nach diesem klaren Foul im Strafraum keinen Elfmeter gab. So wurde es am Ende zwar nicht zweistellig, aber die Preußenpackung fiel auch so deftig genug aus.
Ja, das war eine Glanzvorstellung von Hertha BSC, Jürgen Sundermann. Kann man sagen, dass Ihre Mannschaft jetzt so quasi schon die Gala-Formation gefunden hat? Also fit ist für die Aufstiegsrunde oder sind die Berliner Gegner doch ein bisschen zu schwach? Ja, ich glaube, da müssen wir unheimlich vorsichtig sein. Wir haben im letzten Jahr gesehen, dass wir überhaupt keine Maßstäbe hatten mit dem Tempo, was auf uns zukommt. Wir haben es in diesem Jahr gesehen mit dem Freundschaftsspiel in Braunschweig, wo wir auch über 30 Minuten überhaupt nicht mit dem Gegner klarkamen und im Tempo. Also schön, das war für die Zuschauer, die sind zufrieden. Die waren sehr glücklich gestern über die schönen Tore, aber wir dürfen sie keinsterweise Sand in die Augen streuen lassen. Damit hat man noch keine Chance in der Aufstiegsrunde. Aber immerhin, einige der Neuzugänge scheinen doch ganz gut einzuschlagen. Und vor allen Dingen, es wird unheimlich viel mit Kopf im wahrsten Sinne des Wortes gespielt. Wird das von Ihnen speziell trainiert, dass da die Flankenverwertung besser wird? Das ist ja so, gerade hier in Berlin, wenn wir gegen Mannschaften spielen, die in der Abwehr sehr gruppiert sind, mit allem Mann hinten sind, da kann man kaum durch die Mitte kommen. Das war reiner Zufall oder Glück, dass der Dietrich da zum Schuss gekommen ist. Da muss man über außen kommen mit Flanken, muss natürlich dann in der Mitte auch Leute haben, die mit dem Kopf hingehen. Und da haben wir jetzt mit Dietrich, mit Rombach, mit Teuber haben wir Leute, die sehr, sehr kopfballstark sind. Das müssen wir ausnutzen. Das ist ein Vorteil, den wir im letzten Jahr nicht hatten, oder vor dem letzten Jahr. Würden Sie denn die Berliner Meisterschaft schon als gesichert ansehen? Ich meine, 6 Punkte Vorsprung ist eigentlich ein ziemlich sicheres Polster. Ja, 6 Punkte Vorsprung und noch ein wesentlich besseres Torverhältnis. Da müssten wir so quasi in Ausstehen in 11 Spielen müssten wir 7 Punkte verlieren. Und das kann man sich kaum vorstellen. Natürlich ist im Fußball alles drin, aber wir haben jetzt zum ersten Mal im Vergleich zur Vorrunde alle Mann an Deck, bis auf den Robby Hüttner im Augenblick noch und auf den Vogler. Das heißt, wir können zum ersten Mal wirklich so spielen, wie wir uns das vorstellen. Während wir in der Vorrunde ja immer froh waren, wenn wir 11 Mann hatten und zum Teil auch Jugendspieler einsetzen mussten. Schauen wir mal zwischendurch den 4. Treffer von Tennis Borussia beim 4:2 gegen den Spandauer Sportverein an, TB also an zweiter Stelle, und der Torschütze Scheunemann zum 4:2 machte damit alles klar gegen den Spandauer SV. Ja, TB ist also an zweiter Stelle, aber wie gesagt mit 6 Punkten Rückstand. Also es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn das Hertha nicht schafft, zumal bei Hertha auch die Voraussetzungen wesentlich günstiger sind. Aber, Jürgen Sundermann, es ist natürlich auch ein gewaltiger Druck auf der Mannschaft, denn alle sagen, also im zweiten Anlauf, da muss es nun klappen. Diesmal muss der Aufstieg her. Wie ist das für einen Trainer zu verkraften? Ja, der Druck ist unheimlich groß. Das ist aber kein Druck, der von außen kommt, sondern ein Druck, der von uns selber kommt. Alle, die im letzten Jahr dabei waren, die haben sicherlich, ich muss auch für meine Person sprechen, noch nie so eine Enttäuschung erlebt. Das war das Schlimmste, was ich bis im Fußball erlebt habe. Und aus dieser Enttäuschung heraus und aus dem Sehen, wie viele Menschen in Berlin enttäuscht waren, also schon wieder etwas für Hertha empfunden haben, kam ja unser Entschluss, jetzt in diesem Jahr nochmal zu versuchen. Und wir denken gar nicht daran, dass wir es nicht schaffen können, denn da brauchen wir gar nicht weiterzumachen. Wir haben aus verschiedenen Fehlern, die wir im letzten Jahr gemacht haben, Detailfehler, haben wir gelernt. Wir haben jetzt einen hauptberuflichen Manager, der uns unheimlich in der Organisation hilft, auch in der Vorbereitung der Spiele. Und wir werden uns noch besser vorbereiten als im letzten Jahr. Im letzten Jahr hat ein Millimeter und ein bisschen Glück gefehlt, und in diesem Jahr werden wir dieses Glück haben. Sie sprachen es an, dass viele Leute in der Stadt neue Sympathien für Hertha BSC entdeckt haben. In der Tat, das Image ist wirklich besser geworden. Also auch im Umfeld hat sich einiges geändert. Ja, es hat sich durch die neue Clubleitung im Grunde alles geändert. Jeder weiß jetzt, dass in diesem Verein kann es nie mehr Skandale geben. In diesem Verein wird unheimlich seriös gearbeitet. Sie müssen sich nur mal vorstellen, der Verein ist zwar ohne Schulden, aber überhaupt keine Liquidität. Es ist keine Mark da, und trotzdem sind pro Monat zwischen 100 und 150.000 Mark Unkosten da. Und alles das muss vom Präsidenten, vom Vizepräsidenten, vom Manager irgendwie zusammengeholt werden. Da hilft uns ja keiner. Das ist eine grausame Arbeit, aber nur möglich über viele Freunde. Ich glaube nicht, dass zu irgendeinem Zeitpunkt in der Vergangenheit Hertha mal einen so großen Freundeskreis um die Mannschaft herum gehabt hat. Und